Hallo, da seid ihr wieder. In diesem Video soll es einmal darum gehen, wie ich anfangs schon im Teil 1 erzählt habe, wie ich ein Handy kindersicher mache. Ich glaube, keiner, wer eine Mutter oder ein Vater ist, kann sich irgendwann davor drücken, dem Kind ein Handy zu kaufen. Denn Sie wissen, wie das ist. Die meisten Kinder, sagen wir mal ab dem Alter von 12 Jahren, also wenn sie die Grundschule verlassen, schätze ich mal, haben dann irgendwie ein Handy. Die Argumente sind immer die gleichen, die die Kinder nennen. Alle haben eins und man möchte natürlich als Eltern nicht, dass die Kinder irgendwie Außenseiter werden in der Schule. Also lässt man sich am Ende überreden und kauft dann auch ein Handy. Das beste Argument der Kinder, was immer zieht, ist ja, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn mal was passiert. Und ich glaube, die meisten Eltern lassen sich davon natürlich auch überzeugen. Gut, mit einem immer etwas unwohlen Gefühl haben dann die Kinder das Handy und brauchen natürlich auch eine Internetverbindung, um mit Freunden Spiele runterzuladen und ins Internet zu gehen. Und da, glaube ich, setzt dann bei den meisten Eltern ein schlechtes Gewissen ein und man hofft, dass sie keine falschen Sachen aus dem Netz laden oder Blödsinn tun. Deswegen sind wir in der Pflicht, wir sollten das ganze Handy irgendwie sichern. Und das ist leider ein bisschen Arbeit. Das müssen wir uns machen. Ich glaube, verantwortungsbewusste Eltern kommen da gar nicht drum herum. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen und möchte euch einen Tipp heute vorstellen. Und zwar müssen Sie damit rechnen, dass ihr oder für euer Handy, je nachdem welches Handy ihr habt, eine bestimmte App installieren müsst, die dann das Handy kindersicher macht. Also es gibt jetzt nicht eine einheitliche Einstellung in jedem Handy, die dann Apps sperrt, Kauffunktionen sperrt und so weiter, sondern das hängt vom jeweiligen Handy ab. In meinem vorherigen Video Teil 1 hatte ich schon etwas darüber erzählt für das iPad oder iPhone. Da ist das Ganze schon voreingestellt als betreuter Benutzer oder geführter Benutzer. Heute geht es aber einmal um Samsung Handys. Und hier wird vom Anbieter Chip die App Kids Place empfohlen. So, jetzt muss ich mal wie in jedem Video einmal meine Sehhilfe hier aufsetzen, damit es weitergehen kann. Gut, machen wir einmal ein bisschen Platz auf dem Desktop und ich zeige euch als allererstes einmal diese Internetseite. Da könnt ihr das Ganze nachlesen, wem das jetzt hier zu schnell geht. Und hier haben wir die Seite auch einmal zum Anschauen. Es gibt sicherlich noch andere Apps, andere Tipps. Das hier ist nur eine. So, und wir beziehen uns, wie gesagt, auf Samsung Handys. Das Gute an dieser Geschichte ist, dass, wenn Sie das richtig eingestellt haben, das komplette Handy gesichert ist. Also das Kind kann also, auch wenn das Handy angeht, ausgeht und es wieder neu gestartet wird, startet die App automatisch und blockt das Handy. Es sind nur Dinge erlaubt, die Sie gestatten. Das ist eine richtige Sache, eine gute Sache. Wie geht das? Das schauen wir uns jetzt einmal an. So, das allererste ist, ihr öffnet einmal den Marketplace oder Play Store, wie das in Samsung heißt, und gibt hier oben in der Suche ein die App Kids Place mit Kindersicherung und Sperre. Die ladet ihr runter und installiert sie. So, dann nächstes Bild. Dann müsstet ihr hier unten die Euler Endbenutzervereinbarung akzeptieren und auf Weiter drücken. Das nächste ist, dass ihr dann eine PIN eingeben müsst. Hier stelle ich ist sie, glaube ich. Und bitte hier eine PIN nehmen, die sich keiner merken kann. Die solltet ihr euch aufschreiben. Irgendetwas ohne Sinn, also kein Geburtsdatum oder kein Name oder nimmt, keine Ahnung, 1 Hash, großes M, kleines N. Denn ihr wisst, die Kinder sind kreativ und es ist, glaube ich, auch nichts faszinierender, als mit den Freunden dann versuchen, die Mama, von Mama eingesetzte oder von Papa eingesetzte Sperre zu umgehen. Das würde ich also in jedem Fall versuchen. Nicht versuchen, sondern ihr müsst eine gute PIN haben. Schreibt die euch auf, ja, und
falls ihr einmal die PIN vergessen solltet, wird man hier auch aufgefordert, müssen wir eben gucken, zum nächsten Bild, ja, eure E-Mail-Adresse anzugeben zur Wiederherstellung. Ne? Also falls ihr mal das Passwort verlegt habt, das Handy ist dann komplett gesperrt, man kann nichts mehr machen, natürlich super nervig, dann müsstet ihr Passwort zurücksetzen und dafür braucht ihr eure E-Mail-Adresse. Dann kann man hier noch so eine Art Hilfe eingeben, ne, dass man sich daran erinnert, welches Passwort das war. Aber ich empfehle euch dringend, sowieso alle Passwörter aufzuschreiben und irgendwo zu verstecken. Denn so wie die meisten Nutzer, ich glaube über 90% der Nutzer in Deutschland nehmen immer das gleiche Passwort für alle unterschiedlichen Apps und Accounts. Und das macht es natürlich Hackern unheimlich einfach, eure gesamten Daten, egal wo sie dann liegen, zu stehlen. Also sicheres Passwort. Ihr bekommt dann, das unterbrechen wir mal eben kurz, eine E-Mail. Na, unterbrechen wir es nicht. Ihr kriegt eine E-Mail, wollte ich euch hier zeigen, aber ist auch egal. Dort steht drin, dass ihr euch die Lizenzbedingungen durchlesen sollt und die E-Mail dann abspeichern, falls ihr sie nochmal braucht. Gut, also weiter geht's. Die App ist jetzt installiert und erst bevor ich euch die einzelnen Schritte jetzt erkläre, im Prinzip funktioniert das so, dass ihr erlaubt, was euer Kind darf, also welche Apps es benutzen darf, welche Seiten im Internet gesperrt sein sollen und ob Anrufe erlaubt sein sollen, in welche Dateien das Kind rein darf. Das kann man alles einstellen. Würde euch aber dringend empfehlen, ich habe das eben auch ausprobiert, dass man das Ganze ausprobiert in der Praxis, ne? Dass man also vielleicht auch dem Kind sagt, so guck mal, funktioniert deine App, kannst du anrufen, kannst du das Handy aus- und anmachen, kommst du damit zurecht, weil nichts ist blöder, als wenn ihr euren Kind ein Handy kauft und ihr diese App installiert und es nicht funktioniert und die Kinder natürlich frustriert sind und ihr irgendwann, weil ihr keine Zeit habt, sagt, okay, lösche ich das Ding wieder, benutze das Handy so, ist einfacher. Also nehmt euch ein bisschen Zeit dafür, dass das Ganze auch richtig funktioniert. Gut, gehen wir weiter. Home-Taste sperren solltet ihr anklicken und da müsstet ihr, habe ich das jetzt mit abfotografiert? Ne, leider nicht. Könnt euch das aber nochmal in einem anderen Erklärvideo von der Seite, die ich empfohlen habe, anzeigen lassen. Also bei Home-Taste sperren müsst ihr dann in die Einstellungen gehen. Dann wird, glaube ich, gefragt, welche App das ausrichten soll. Und da klickt ihr auf Kids Place immer und dann funktioniert das. So, dann das nächste, wenn also die Home-Taste gesperrt ist. Also falls das Kind auf die Home-Taste drückt, kommt es immer wieder zurück zu dieser App. Es wird also sozusagen umgeleitet. Man kommt also hier nicht mehr raus aus dieser App. Dann müsst ihr die Anwendung hier erlauben oder anklicken, also welche Apps das Kind benutzen darf. Ne, sucht ihr also aus, keine Ahnung, das Spiele oder die Spiele, die das Kind immer macht oder die Fotos in der Galerie, was auch immer. Dann solltet ihr einmal, gehen wir mal wieder zurück, hier oben in die Einstellung klicken. Das ist also der wichtigste Button. Wenn ihr hier drauf drückt, müsst ihr euer Passwort eingeben. Und dann kommt ihr hier in die Einstellung. Ich habe dann auf Kindersicherung gedrückt und dann sehen wir hier diese Übersicht. Home-Taste sperren, das sollte angeklickt sein. Dann, was haben wir noch? Wi-Fi, ja, müsst ihr überlegen, manche Apps brauchen Wi-Fi, ja, weil sie das Spiel immer runterladen. Müsst ihr ausprobieren. Ja, wenn ihr zum Beispiel Internetseiten erlaubt, gewisse Internetseiten erlaubt, dann braucht man natürlich Wi-Fi, ansonsten funktioniert das nicht. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, den Marketplace zu sperren, damit die Kinder also nicht aus Versehen irgendwelche teuren Sachen kaufen. Telefonanrufe erlauben würde ich natürlich angehakt lassen, damit wir Eltern auch mal anrufen können, wenn irgendwas Dringendes ist. Das hier ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ohne das ist die ganze App Mist. Ja, also natürlich überlegt sich jedes Kind, gerade wenn sie etwas älter sind, wie kann ich diese App umgehen, ja? Und vielleicht macht man das Handy aus und probiert es auch, ob dann die App automatisch startet oder nicht. Tut sie. Ich habe es probiert 2-3 Mal, es funktioniert tatsächlich nach dem Hochfahren des Handys.
springt das Gerät automatisch in diesen Kids Place Modus. Also das bitte unbedingt anhaken. Gut, dann guckt ihr hier nochmal durch, ob ihr noch irgendwas braucht. Ja, probiert das jeweils bitte aus, wenn ihr das angehakt habt, ob das oder wie es funktioniert. Ihr müsst also unbedingt mit dem Kind einen Praxistest machen. Ja, sag mal, probiert das alles aus. Geht dein Spiel? Kannst du anrufen? Ganz, ganz wichtig. So, dann, was haben wir denn hier? Was habe ich? Ja, mit Home-Taste sperren, hatte ich eben erklärt am Anfang. Da muss man hier auf Kids Place drücken, Home-Taste sperren, damit das Ganze funktioniert. Das war jetzt, glaube ich, spezifisch ein Problem bei mir in meinem relativ altmodischen Galaxy S3 Handy. Müsste bei euch aber nicht das Problem sein. Gut, erinnert euch, ich hatte euch am Anfang gesagt, eine der Hauptfunktionen war, gehen wir mal eben zurück, ganz am Anfang hier, die Anwendung für Kids Place auswählen. Also wenn ihr jetzt hier drauf drückt, dann sieht das Menü danach so aus. Ihr seht alle Apps, die installiert sind auf dem Handy und ihr setzt einen Haken hinter die App, die euer Kind benutzen soll. So sieht das dann hinterher aus, wenn also das Handy ganz normal gestartet ist. Sieht man also hier alle Dinge drin, erscheinen alle Apps, die das Kind auf dem Handy benutzen kann. Man kann natürlich auch den Hintergrund ändern, wenn das zu hässlich ist und viele, viele andere Dinge. Aber gut, die Grundfunktion habt ihr jetzt also eingerichtet. Die Home-Taste ist gesperrt, man kann nichts Teures kaufen. Ihr habt die Apps installiert. So, und jetzt zahlt sich nämlich aus, das, was ich euch im ersten Tutorial erzählt habe. Habt ihr jetzt also hier einen Browser drin, wie zum Beispiel hier DuckDuckGo oder Firefox, und es ist im Firefox der Add oder das Add-on zum Beispiel Blogsite installiert, dann sind automatisch im Browser natürlich gewisse Seiten nur zugänglich und die Kinder können hier im Internet auch nichts falsch machen. Aber diese Funktion habe ich auch hier gesehen. Gehen wir mal wieder zurück. Müsste hier in den, ja, irgendwo hier gab es die Einstellung, dass man also gewisse Seiten nicht frei, ja, immer zurückgeben, war das, ne, gewisse Seiten blockiert. Also, wenn ihr hier oben auf Einstellung geht, Passwort eingibt, kommt in das Hauptmenü. Und da seht ihr, da gibt es eine Einstellung, auch die Internetseiten oder bestimmte Internetseiten sperren lässt. Gut, wenn das zu kompliziert ist, kann das natürlich so machen, wie ich es erklärt habe in Teil 1 meines Videos, indem ich den Browser extra kindersicher mache. Geht natürlich auch. Gut, aber wenn ihr soweit seid, habt ihr schon ganz viel für euer Kind getan. Ja, also gerade die Sicherung des Internets. Man kann also wirklich mit gutem Gewissen dann sein Handy oder dem Kind das Handy geben. Das war übrigens die Übersicht, von der ich gerade gesprochen habe. Das ist das Hauptmenü und hier könnt ihr dann auswählen. Eine Sache gibt es noch, ein kleiner Nachteil. Also diese App hat natürlich noch ein paar Zusatzfunktionen und da muss man was bezahlen. Kann man sich also überlegen, habe ich jetzt nicht ausprobiert, ob sich das lohnt, dass man hier so ein monatliches Abo oder was abschließt. Müsst ihr euch überlegen. Probiert es aber erstmal mit den Grundfunktionen aus. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Testet das auch mal selbst. Könnt ihr das irgendwie umgehen, hacken? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diese Einstellungen loszuwerden? Ne? Dann schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Tipp für die Eltern, denn unsere Kids sind natürlich auch nicht blöd. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mit einem bisschen besseren oder einem besseren Gefühl euren Kindern das Handy überlassen, wenn sie es dann irgendwann mal bekommen. Gut, das war's schon. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.